Howdy Leute, so wie gehabt werde ich unseren ersten Clear von Dienstagabend im Spitzenreiter Exodus Absturz diese Woche hochladen. Für mich war das der erste Clear, den bin ich tatsächlich noch nicht gelaufen vor dem Spitzenreiter, weil in der Season, wo der aktiv war, war ich nicht aktiv. Ich glaube, da habe ich Division gespielt oder irgendwie sowas oder ESO, ich weiß es gar nicht mehr. Daher ist das natürlich der erste One, das war jetzt so einfach der erste Trial. Hat auch direkt geklappt. Wir hatten davor ein One, da habe ich leider ein Disconnect im Bossraum gehabt. Das war dann der zweite und da hat es dann auch direkt geklappt. Ganz kurz zum Loadout sage ich gleich was. Hier am Anfang kann ich euch nur empfehlen, geht am besten zu Fuß durch, weil wenn man da mit einem Sparrow durchpreschen will, das kann mal gut gehen, aber meistens ist immer irgendwie einer gestorben, weil er irgendwie von einem Vandalen dann gesniped worden ist auf dem Sparrow. Oder wenn so ein Moskito kommt, die sind die absoluten Endgegner. Die scheppern euch da schneller runter, als ihr Hallo sagen könnt. Und von daher würde ich da einfach zu Fuß durchgehen, eben die Sniper clearen, eben die Moskitos wegballern. Und dann ist das eigentlich überhaupt gar kein Problem. Zum Waffenloadout. Wir haben an Exo-Waffen haben wir dabei gehabt die Vex, den Tikus und 1K. Vex einfach, ich habe die einfach mal Just for Fun mitgenommen, weil einfach noch ein bisschen ausnutzen, bevor sie im Dezember genervt wird. Gut, man muss abwarten, wie schwer sie es treffen wird im PvE. Aber Vex ist halt super für AdClear auch. Ihr habt halt immer Partikelzerlegung am Start. Dementsprechend fallen die Ads auch wirklich schnell. Tikus, genau das gleiche, super AdClear-Maschine. Oh, einfach immer alles ansprayen, killen, Explosionen, überall. Ihr kennt das Spiel. Und 1K einfach ein bisschen für den Extra-Burst. An Exos habe ich habe Stasis Warlock gespielt mit Hirsch. Hirsch einfach aus dem Grunde, sobald ihr im kritischen Bereich landet, spätestens dann habt ihr immer euer Rift aktiv. Das heißt, wir spielen das hinter von hinten rechts von diesem Generator, den ihr wahrscheinlich schon irgendwo in anderen Videos gesehen habt, diesen Safe Spot, wo man halt dauerhaft unter Strom steht. Und dementsprechend hat man dann mit Hirsch immer einen Rift aktiv. Wir haben da zu zweit gespielt. Der Eli hat oben auf dem Spot gespielt, das zeige ich euch dann aber nachher im Bossraum. Ansonsten an Waffen habe ich dann noch eine Automatik. Achso. Eli hat Titan gespielt mit Zitan, also wir haben die Durchschussbarrikade gehabt. Ich meine auch, er spielt 100 Belastbarkeit, damit die sehr oft aktiv ist. Das ist wirklich, ich sehe das nicht oft, aber ich kann das wirklich nur empfehlen. Das ist, kann man wirklich sehr, sehr gut spielen, weil ihr habt wirklich oft diese Barrikade und könnt ganz entspannt von hinter der Barrikade spielen. Kann ich wirklich nur empfehlen. Muss, ist kein Muss oder sowas, aber funktioniert sehr gut, haben wir schon öfter jetzt so gemacht. Kann man auf jeden Fall gut spielen und der Jericho, der dabei ist, der hat halt leere Jäger gespielt. Oberer Baum mit 6er Coyote. Ansonsten haben wir dann halt zweimal Automatikgewehr noch bei gehabt wegen Antibarriere. Da könnte man Alternativen in anderen Setup auch irgendwie mit Iriana mitnehmen, wenn man Bock hat. Wir werden heute aber noch mehrere Runs machen, werden auch so ein paar andere Loadouts noch ausprobieren und auch den Legit von unten spielen mit zweimal Brunnen. Das kann man auch spielen auf jeden Fall. So, was haben wir noch? Loadout-technisch haben wir eigentlich sonst nichts mehr. Ja, dann schalte ich mich jetzt mal ganz kurz aus und schalte im nächsten Raum dann wieder ein. So, nochmal ganz kurzer Einwurf. Ich habe mich vorhin vertan mit dem Jericho, der spielt gar nicht 6er Coyote, ist mir eingefallen, sondern Eonflink. Das heißt, dass die Exo-Handschuhe, wenn er einen Champion finisht, dann bekommen die Heavy-Munition, er selber nicht, nur das Team halt. Und zu meinen Mods nochmal ganz kurz, ich habe halt sowas wie als Klassengegenstand noch Verewigung, das heißt, wenn ich meine Klassenfähigkeit benutze, reduziert sich meine Abklingzeit für meine Klassenfähigkeit auch sehr gut, gerade eben für dieses Hirsch-Bild, weil wir so viel Riff wie möglich haben wollen. Ich habe noch 100 Erholungen drin gehabt. Ansonsten, ihr kennt das Spiel, beschützendes Licht, Ladungsaufnahme, sowas wie Ladungsernter spielt zum Beispiel auch immer, weil man sich damit auf jeden Fall immer mit Licht auflädt, solange halt irgendwo Ads vorhanden sind, man irgendwas killt. Ja, das nur so als kleiner Einwurf, da habe ich mich gerade vertan mit dem Jäger auf jeden Fall. Und dann sage ich mal, bis gleich. So, da sind wir wieder. In dem Raum hier, da ziehe ich jetzt am Anfang einfach Ulti ein bisschen durchzuklären schon mal. Da könnt ihr auf jeden Fall immer von diesem Spot von hinten spielen. Sobald ihr merkt, es wird euch zu voll auf der Platte, zieht euch einfach zurück, stellt euch einen Rift, stellt euch eine Barrikade, was auch immer ihr dabei habt. Ihr könnt das ganz entspannt von hinten spielen.
Absolut kein Zeitdruck. Ihr werdet auch bis da hinten nicht gepusht. So ein Überlader, da kommt man ein bisschen bis nach vorne. Aber die kann man dann eben wegmachen. Das ist völlig unproblematisch. Ansonsten auch hier in dem Raum zählt einfach Step by Step alles clearen, dann wieder reingehen, ein bisschen euren Geist aufbauen, dann kommen die Ads wieder, dann zieht ihr euch wieder zurück, dann cleart ihr wieder schön, haut auch ruhig mal Supers drauf, weil wie gesagt, hier gibt es nichts Spezielles in dem Raum. Ja, das war es im Endeffekt. Gleich kommen dann irgendwann noch zwei Antibarriere, da werdet ihr dann auch sehen, die werden wir dann machen. Ja, müsst ihr einfach mal gucken. Ich kann, wie gesagt, Stasis hier auf jeden Fall auch sehr empfehlen. Ja, muss man zwar nicht. Wie gesagt, viele spielen mit zweimal Brunnen und dann noch irgendwie Jäger oder sowas. Ich kann Stasis hier aber auch wirklich sehr empfehlen, weil Stasis auch immer gut ist, wenn ihr Antibarriere-Servitoren zum Beispiel habt. So, die schützen alles. Sobald die eingefroren sind, könnt ihr die Ads drumherum dann trotzdem machen, weil sobald irgendwie ein Antibarriere-Servitor eingefroren ist, kann er halt nicht mehr schützen. Dementsprechend spiele ich Stasis immer noch sehr gerne und ich finde Stasis ist auch mit das stärkste Element für Spitzenreiter. Meiner Ansicht nach, da mag jeder eine andere Meinung haben, bei uns hat das immer sehr gut funktioniert, man hat es ja auch beim Fanatiker zum Beispiel gesehen, dass das wirklich easy clap war damit. Ja, in dem Sinne schalte ich mich wieder aus und komme in der nächsten Szene wieder dazu. In deinem Rucksack ist es sicher. Danke. Ich bleib für immer in deinem Rucksack.
Danke. Ich brauche Urlaub. Au, aua, kann mal jemand helfen? Ich wollte noch nie so sehr, dass ein Scan fertig wird. Barriere unten. Failsafe, diese Schwebe haben deine Schaltkreise als Argus-Waffen missbraucht. Die Gefallenen sind schlimmer als Kate 6. So, der Raum ist clear. Ihr fahrt jetzt und kommt dann quasi in die Open World. Da müsst ihr halt auch einfach wieder hier eure Impulse da einsammeln, wie auch immer. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen hier. Und zwar, hier fahren auch Moskitos rum. Da würde ich dann gucken... je nachdem, wo die gerade sind, also am besten sowieso, ja, einer springt dann links her, sammelt die ein. Ach, das wisst ihr, das sind Sachen, die brauche ich ja nicht sagen. Aber dann müsst ihr gucken, wenn ich jetzt, glaube ich, da hochspringe, ich meine, dann habe ich nämlich auch einen, da unten ist nämlich schon ein Moskito, den kann man von hier oben dann schön wegmachen, damit er eure Mates nicht wegholt. Ihr seht, da hinten ist auch noch ein Moskito, die kann man dann auch wegmachen. Weil Moskitos sind wirklich, also Warnung davor, wenn man die einmal nicht beachtet, die knallen euch einfach instant weg. Da könnt ihr auch gar nichts gegen machen. Die haben einfach so einen krassen Burst. Gut, mit der Wex kriegt man die schnell runter, hat man ja jetzt gerade gesehen. Also nicht auf den Moskito schießen, sondern auf den Gefallenen, der den Moskito fährt. Oh, selbsterklärend, damit er direkt runterfällt. Und dann sammelt ihr hier die Dinger ein und dann sehen wir uns gleich wieder. So, dann kommen wir in den nächsten Abschnitt. Hier müsst ihr ja den Panzer kaputt machen. Da müsst ihr aufpassen, wir fahren immer nach ganz rechts. Mal einmal ganz kurz da die Ads clearen, oder, damit die euch von hinten nicht in den Rücken schießen. Dann spawnt gleich, dann habt ihr auf jeden Fall vorne noch einen Mino, den eben wegmachen. Ach so, genau, da können wir auch gleich mal wegen Schilder. Also Arkus braucht ihr nicht. Arkus-Schilde sind eigentlich so gut wie nicht existent. Da gibt es mal den einen oder anderen Captain hier so in der Open World, aber da braucht ihr euch eigentlich nicht drum kümmern und zur Not kriegt man den auch anders auf. Solarschilde sind halt da. Wir haben halt die Schweber in dem Raum davor, wo ihr quasi mit dem Geist arbeiten müsst. Da habt ihr dann Solarschilde. Hier habt ihr auch nochmal Solarschilde. Der Mino müsste ein leeres Schild haben. Das heißt, Leere und Solar könnt ihr mitnehmen. Woran ich da... Okay, da war das Geschütz, das hat mich halt weggeballert. Da bin ich aufgepasst. Auf jeden Fall stellt ihr euch hier rechts dann hin. Von hier könnt ihr dann ganz entspannt den Läufer machen. Kann man sicherlich auch von der Mitte aus oder auch von links. Das ist euch überlassen, wo ihr da am besten irgendwie euren Spot für euch findet. Und dann kennt ihr das Spiel. Einfach ein Bein wegschießen, so, der geht auf. Dann haut er halt einfach weg. Und dann sehen wir uns im nächsten Raum wieder.
So, hier gibt es eigentlich auch nicht viel zu beachten. Ihr arbeitet euch von unten nach oben. Ihr habt noch einen Überlader da oben. Den könnt ihr ganz entspannt wegmachen. Ansonsten, wenn ihr dann gleich oben über die Plattform springt, dann aufpassen, wenn ihr dann oben seid. Dann ist links auf jeden Fall ein Vandale. Den solltet ihr dann wegballern. Natürlich nicht so reinpushen, wie der Eli das hier gemacht hat und gestorben ist. Und dann arbeitet ihr euch, wie gesagt, einfach Step by Step nach oben. Macht die Vandalen weg, macht die Ads weg, die dann quasi zum Eingang im Bossraum stehen von hinten. Und ja, dann sehen wir uns auch gleich schon im Bossraum wieder. So, da sind wir im Bossraum. Und zwar, wenn jetzt, wo wir jetzt hier rausgehen, da kann man quasi, ich zeige das jetzt mal eben, da könnt ihr hier rumspringen. Oder auch, ja, da war irgendwie ganz komisch bei mir. Moment, da muss ich jetzt gerade mal selber gucken. Ich habe das gerade nicht mehr im Kopf. Okay, ich schaffe es nicht. Ich wollte euch das jetzt zwar zeigen, ich habe es aber nicht geschafft. Aber der Eli hat es geschafft. Ich zeige euch das gleich von hinten, in dem Spot, wo ich halt reingehe. Also ihr kennt das ja hier. Immer oh, diese ganzen Überlader sage ich schon, diese ganzen Elektroschweber, solange die halt da sind, sind die Zonen, um die sich um sie herum halt befinden, sind unter Strom gesetzt. Das heißt, ihr könnt dann auch nicht irgendwie einen Doppelsprung machen oder sowas. Das heißt, die müssen halt immer schnell weg. Jetzt habt ihr gerade gesehen, der Eli ist da oben drauf. Ich glaube, ich gucke jetzt auch nochmal, ob ich da hochkomme, oder? Habe ich das richtig in Erinnerung oder gehe ich direkt hinten in den Spot rein? Müssen wir mal ganz kurz warten. Ich glaube, ich gehe direkt hinten in den Spot. Das hier hinten rechts ist dieser Generator-Spot, wo man sich halt hinterstellen kann. Und von da werden der Jericho und ich, wir werden von hier spielen. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich mal eben hinten auf den Eli gehe. Ja, ich glaube jetzt gerade noch nicht. Auf jeden Fall erstmal Grundprinzip. Hinter diesem Generator werdet ihr gleich die ganze Zeit Strom abbekommen. So, das heißt erstens, hier kann man gut Arkusresistenzen spielen. Und zweitens, dadurch, dass ihr den hier habt, könnt ihr dauerhaft da hinten ein kleines Rift aktiv haben. Und das reicht auch zum Gegenhallen. Zu dritt, habe ich auch Videos gesehen, geht das wohl auch da drin. Ist aber, glaube ich, ein bisschen stressig. Für uns war das zu zweit auch teilweise schon ein bisschen chaotisch. Aber wie gesagt, habe ich auch das erste Mal gespielt. Da kriegt man sicherlich mehr Routine rein, jetzt wenn wir das öfter spielen. Und ja, dann spielt ihr das im Endeffekt von da, ihr cleart alle Ads. Wichtig ist auch, also der Boss kommt immer erst neu, wenn alle Ads gecleart sind. Das heißt, wenn ihr gerade mal irgendwie eine stressige Phase habt, ihr habt gerade keinen Rift oder ihr habt keine Super oder sonst was und ihr wollt lieber auf Nummer sicher gehen, dann lasst einfach ein Ad stehen. Dann könntet ihr zur Not superchargen, weil der Boss kommt halt erst, wenn das letzte Ad wieder gefallen ist von der Runde. So, ihr seht schon, der Boss hier, so, jetzt kriege ich Stromschaden. Ich stelle meinen Rift. Ich glaube, jetzt am Anfang sterbe ich einmal blöd. Oder auch zweimal, weil ich das nicht beachtet habe. Genau, so, dass er mich da... Da müsst ihr halt aufpassen, da kann er euch halt trotzdem treffen. Da müsst ihr euch dann einfach ducken, so wie der Jericho das macht. Oder müsst ihr euch einfach ein bisschen links hinstellen. Ich werde gleich immer links da durchschießen. Gut ist auch, wenn ihr den hier habt und ihr sterbt, macht ihr einen Heilriff. Das heißt, der Jericho, wenn ich sterbe, hat trotzdem noch einen Heilriff und hat so genug Zeit, mich wiederzubeleben. So, jetzt kritischer Bereich, zack, Rift stellen. Und ihr seht, es wird gegengeheilt. Jetzt schießen wir von hier ein bisschen auf den Boss drauf. Das macht ihr halt die ganze Zeit, bis der abhaut. Und jetzt gucken wir gleich mal, ob ich nochmal auf den Eli gucke. Moment, ich schalte mich mal ganz kurz aus und komme gleich wieder dazu.
So, jetzt noch mal eben gucken. Also ihr seht ja, da oben links war ja gerade der Eli. Das heißt, ihr springt dann quasi, um da hochzukommen, wenn ihr in den Bossraum reinkommt, springt ihr einmal über euch auf den Ring. Das geht am besten mit Warlock, mit Jäger, mit Stompies geht das aber auch, haben wir auch ausprobiert. Das war in dem ersten Run, wo ich einen Disconnect bekommen habe. Und da steht da oben der Eli. Wenn ihr dann oben auf diesem Ring seid, könnt ihr auf so eine Zwischenplattform springen und dann auf diesen Spot springen. Und da seid ihr auch absolut safe, vor allem weil die zwei, die hier vorne an dem Generator stehen, die ziehen eh meiste Zeit Aggro. Das heißt, der da oben, der wird eh komplett ignoriert. Und so habt ihr halt immer, also so habt ihr keinen toten Winkel. Ich habe das auch noch nicht gesehen, dass das einer so gespielt hat. Die meisten spielen das entweder zu dritt hier drin, was glaube ich richtig stressig wird, weil es ist zu zweit schon teilweise so ein Rumgeschubse, oh, Vorsicht, ich bin low, lass mich mal dahin und so. Man kennt das Spiel. Oder zu dritt da oben wäre auch total dämlich, weil dann habt ihr unter euch total den großen toten Winkel. Und wenn dann gerade mal irgendwie ein Ad da unten steht, dann könnt ihr halt den Boss nicht mehr triggern. Ja, ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Wie gesagt, wenn ihr wirklich mal auf Nummer sicher gehen wollt, ihr wollt erst Ulti-Chargen oder so, lasst einfach ein Ad stehen. Der Boss kommt halt erst, wenn das letzte Ad fällt. Wenn ihr hier rüber geht, zum Beispiel seht ihr ja jetzt kann ich nicht mehr rüberspringen, weil ich kriege natürlich Stromschaden ab. Dann könnt ihr aber links einmal kurz runtergehen, wenn da die Platte clear ist, und könnt von da wieder auf die Kiste springen, weil da ist dann kein Strom. Hier haben wir natürlich Strom wegen dem Generator. Und Ultis, ja, meistens sowieso immer erst im Notfall ziehen. Auch wenn ihr Clear-Ultis habt oder sowas, kann man halt immer, wenn mal irgendwie ein Fehler passiert oder sowas, könnt ihr das dann einfach benutzen, um dann auf Nummer sicher zu gehen und für den Rest zu gehen. Ja, ansonsten, falls es wen interessiert, bei Destiny 2 eSports Event, bei Twitter haben die es angekündigt, diese Woche ist ein Turnier aktiv. Und zwar Speedrun für den Grandmaster hier, für den Spitzenreiter. Da gibt es dann einmal die Kategorien Fireteam Platin. Das heißt, ihr spielt als Fireteam, macht ganz normal, cleart alles, also zumindest alle Champions, sodass ihr Platin habt. Da gibt es den Speedrun, dann gibt es den Solo Speedrun, also ganz normal Solo spielen. Und dann gibt es einen Speedrun nur für Fireteam. Das heißt, wer glitscht sich am schnellsten durch, wer rast am schnellsten durch, da werden halt Champions kommen nicht mit in die Bewertung rein. Ja, und ansonsten gibt es dazu nicht viel zu sagen. Das soll jetzt halt, wie gesagt, unser erster Clear. Wir werden heute noch ein paar Mal spielen, werden dann von vorne in der Mitte quasi unter dem, wo ihr in den Bossraum reinkommt, direkt darunter an der Kiste, habe ich auch gesehen, mit zweimal Brunnen spielen und Phoenix-Protokoll dann halt. Das werden wir heute definitiv auch noch probieren. Dann noch so ein paar andere Waffen-Loadouts, Überladung und Izanagi, so gerade wenn es halt auf Speedruns geht oder sowas. Oder halt einfach nur Göttlichkeit und trotzdem weiter Linear-Fusionsgewehre, weil natürlich ein großer Vorteil, Göttlichkeit stackt ja mit Partikelzerlegung, was viele Buffs ja sonst nicht mehr machen. Oder beziehungsweise Debuffs, Göttlichkeit ist ja auch ein Debuff. Aber der stackt halt mit Partikelzerlegung, das heißt, ihr habt dann die 40% von Partikelzerlegung plus die 30% von Göttlichkeit, seid ihr also 70% Debuff. Das kann auch sehr gut sein und ist ja auch immer noch stark für Überlader. Gerade hier, finde ich, kann man Göttlichkeit gut für Überlader spielen. Ich finde Göttlichkeit nur immer schwierig, wie zum Beispiel damals Gartenwelt, wo wir Gartenwelt gemacht haben. Und du bist an die erste Stelle gekommen, wo du quasi hinter diesem großen Baum standest. Und da stehen oben diese drei Barriere-Hobgoblins. Wenn du da mit Göttlichkeit, du musstest halt die ganze Zeit draufbleiben und du warst einfach immer One-Shot. Da fand ich das immer relativ kritisch mit einer Göttlichkeit, aber hier kann man das ganz entspannt machen. Also die Überlader hier, die sind absolut umgangsfreundlich für eine Göttlichkeit. Da habt ihr dann die beiden Barriere-Servitoren, seht ihr, die könnt ihr auch ganz entspannt von hier machen. Ja, das war es im Endeffekt. Viel mehr kann ich jetzt dazu auch nicht sagen. Wie gesagt, war natürlich jetzt, da ist noch viel Luft nach oben. Ne? Wie gesagt, war der erste One halt. Ich werde dann auch noch andere Ones hochladen, wo das dann besser läuft. Trotzdem will ich einfach mal immer den ersten Clear, da will ich auch bei bleiben, den will ich hochladen. Einfach ganz unverblümt, also nicht irgendwie hübsch gemacht oder weggeschnitten. Einfach mal sehen, dass auch ja, andere Leute failen. Und also einfach immer dranbleiben, weiter probieren, weiter trainieren und dann klappt das auch. Ja, dann werden wir natürlich gucken, dass wir hier mal ein paar ordentliche Zeiten raushauen. Jetzt der erste Clear, das waren irgendwie 30 Minuten. Da ist natürlich noch ganz viel Luft nach oben. Also ich denke so 20, 19, 18 Minuten oder sowas sind locker drin. Und ja, das war's von mir. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß. Achso, ja, ganz kurz, falls euch das Video gefallen hat, falls ihr das weiter so wollt, dass ich das dann auch kommentiere oder doch lieber meine Fresse halte auf Deutsch gesagt, dann schreibt das einfach in die Kommentare. Ansonsten lasst gerne mal ein Like da, kommentiert irgendwie.
für den Algorithmus. Abonniert den Kanal. Ich werde gleich auch noch ein Video hochladen für die Rüstung diese Woche. Es gibt eine vernünftig gerollte Rüstung bei den NPCs zu kaufen. Das werde ich aber gleich auch noch zeigen. Ja, und in dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß, guten Loot und bis zum nächsten Mal.